Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Ja, im letzten Part, da haben wir hier in der Bücherei einiges erfahren und ich habe rumgerätselt, wie es weitergeht. Und da ich einen Vorrat aufnehmen muss, habe ich jetzt nicht darauf warten können, dass ihr mir da antwortet, sondern musste hier jetzt hier, ja, selber ein bisschen herumforschen und spickeln und solche Dinge. Und ja, das habe ich auch getan. Auch wenn es, nie nett ist oder so. Oh, stirb doch endlich, du blödes Zombie-Weib. Oha, diese ganzen Tische immer hier. Die Amok laufen. Ja. Ja, ich habe ein bisschen gespickelt. Weil ich echt. Ich habe offscreen nochmal gesucht und gesucht und gesucht. Und einfach nichts gefunden. Und das wirklich nichts. Ach Gott, wo muss ich denn schon wieder raus? Oh, geht weg, ihr blöden Mistviecher, ey. Ja, Mordeo, du kannst mich jetzt gerade auch mal ein bisschen. So. Ja. Level 19 erreicht. Yay. KP steigt um 11. Stärke steigt um 2. Abwehr steigt um 2. Glück steigt um 1. Yay. Das war doch Glück. Oder Geschicklichkeit? Ach, ist doch beides gleiche. Mensch. Glück und Geschicklichkeit ist doch ungefähr das gleiche. Kann auch Geschicklichkeit gewesen sein. Sieht man das nochmal irgendwo? Ich hab vergessen, was es war. Hui. Ein Geist erscheint. Tja, Pech gehabt. Ich habe jetzt keine Lust hier auf euren Kindergarten. Tja. Fitze, Pitz, Pit, Fitte, Pitz. Wie heißen die? Philippitz. Okay, jetzt endlich sterben, du kleiner Mistkerl. Komm her. Oh, verdammte Kacke, ey. Nö, nö, nö. Der soll endlich verrecken. Warum will er nicht sterben? Oh Mann. Tschüss. Der wollte nicht sterben, jetzt bin ich beleidigt. So, das haben wir auch. Sehr gut. Jetzt kann ich mich nur nicht mehr auf Knopfdruck heilen. Naja, egal. Geh weg mit deinem ekligen Schwanz. So. Kaputt. Du auch. Und du. Dankeschön. Du auch noch. Geh weg. Hör auf, mich anzuknabbern. Ha. Gott, immer diese aufdringlichen Zombies, die an einem knabbern wollen. Ich bin ja lecker und so, aber. Ach. Ich wollte gerade fragen, wo sollte ich wissen, dass da, wo man da hin muss. Aber ich habe gerade die Zombies gesehen, die habe ich vorher nicht gesehen. Geh weg, blödes Mobiliar. Immer diese zickigen Tische hier. So. Eine Wunderknolle wollen wir nehmen, ja. Dankeschön. Alles klar. Und dann machen wir hier noch ein bisschen ein auf Tisch kaputtmacher oder so ähnlich, ja. So. Jetzt sind wir hier. Hallöchen. Wir haben ja dieses Siegel, dann dürfte eigentlich nichts passieren. Ich kann auch den Geistern nichts machen, okay. Oh, bleibt mir bloß vom Leib. Ich sag's euch. Gut. Passiert nichts. Oh ne, die schon wieder. Oh. Philipp Hitz gerät in Rage. Der kann mich gerade mal. Sonst gerate ich hier mal in Rage. Dankeschön. Geh nicht kaputt. Blödes Mistviech. Zombie! Hui! Die war ein bisschen kopflos. Oder so ähnlich. So, hallo? Da ist nichts mehr. Der Mordeo-Dämon oder was ist es? Kann mich auch mal. Ja, willst du jetzt auch mal wieder rauskommen hier? Danke. Oh.
Da war doch auch noch ein Viech. Das war hier. Wusste ich's doch. Da ist eine Kiste da drüben. Kaputt. Gehen wir erstmal in dieses Haus. Da ist nämlich auch eine Kiste. Ah, Geld, 178 Taler. Ui. Fluffys Stimme erklingt. Ah, Zombies nähern sich dir. Versteck dich. Ich bin versteckt. Und jetzt? Hallo? Wo sind die Zombies? Ich sehe keine Zombies. Hallo? Hallo? Da kommen doch gar keine Zombies. Muss ich hier wieder drunter, oder wie? Oh. Unter uns weilt ein Fremder. Er vernichtet uns, wann immer er uns begegnet. Wir sollten nicht länger zögern. Lasst uns diesen Zombiejäger finden. Was ist das? Wo kommt der Lärm her? Meinst du, er ist gekommen? Der Vernichter? Oh. Hey, Ark, vielleicht wissen die Bewohner nicht, dass hier untote Kreaturen sind. Oh. Die können mich mal. Die mache ich trotzdem kaputt, und wenn sie es dreimal nicht wissen. Sonst machen die mich nämlich kaputt. Und das ist auch nicht so cool. Aber lustig, dass sie es nicht wissen. Brains! Und wissen nicht, dass sie tot sind. Oder so ähnlich. Ha. Komm her. Haha. Oh nein, schon wieder. Schnell. Ja. Die Wunderknolle. So. Dankeschön. Nein. Ach komm, noch eine. Nur zur Sicherheit. Dann bin ich voll. So. Ah, da kommen wir nirgendwo lang. Gut. Da auch nicht. Ich würde gerne erstmal da nach unten gehen. Hua. Gut. Da kommen wir aber auch nicht weiter. Und da scheinen wir auch nirgendwo rein. Da auch nicht. Oh. Da müssen wir doch nach oben. Aber ich will da runter erst. Hier runter. So, kaputt. Haha. Kaputt beide. Und die geben ganz schön viel Geld. Ja, okay, es geht, aber. Und? Mensch, geht doch mal weg. So, kaputt. Geht doch. Haha, er ist auch kaputt. Ist da, kann man das lesen? Nein. Was ist denn hier unten? Was habt ihr hier im Haus versteckt? Oh, schon wieder Geister. Ein Geist erscheint. Der Geist kann mich mal. Unter diesem Tisch kann man nicht krabbeln. Okay. Oh, ganz viele Zombies. Wollt ihr mich jetzt verarschen hier? Oh, oh Mann. Geh und stirb. So. Und diesmal wirklich. Was machen die Zombies hier alle? Party feiern? Hacke hält Kraftelixier. Sehr schön. Das ist natürlich praktisch. Ein kleines Kraftelixier geht weg. Ihr wisst alle gar nicht, dass ihr tot seid. Seid scheiße. So. Können ruhig ein paar Geister noch erscheinen. Ist mir ziemlich egal. Boah, ich gerade auch gleich in Rage hier. Mensch. Immer diese kleinen Mistkerle da. Die sehen aus wie Ninja Turtles. Und denken, sie können hier mich ein bisschen mit ihrem Kung Fu oder was sie da machen. Boah. Ich will den endlich hier kaputt machen. So, geht doch. Ah, kaputt. So. Ja, und jetzt? Oha, so. Hallo? Hallo?
Bist du auch so eine aggressive Zombie-Tussi? Die waren irgendwie schwächer, die Zombies. Da war aber auch nichts drin. Oh, vielleicht ist da der Kristall. Ha, wusste ich's doch. Och Mensch. Da habe ich so schön gesprungen und gehupft und irgendwas gemacht. Oh, die haben einen Kristall für mich. Hallo. Ah, gehört ein Kristall. Yay. Die wissen scheinbar alle nicht, dass sie tot sind. Komisch. Ha, dann sind wir halt der Vernichter. Gut, auch nicht schlimm. Oh. Friedhof. Wir wurden verseucht. Nicht gut. Oh je, hier wuselt's ja. So, kaputt machen hier alle. Und danach sollten wir uns jetzt mal nochmal heilen. Erstmal damit, ja, mit einer Wunderknolle, die langsam knapp werden. Und dann mit einem Gegengift. Ja. So. Dankeschön. Jetzt haben wir auch kein Gegengift mehr. Okay. Mal sehen, ob hier irgendwas Wichtiges auf dem Friedhof ist. Außer weitere Zombies. Die aus allen Ecken kriechen. Oh. Ah, endlich habe ich dich gefunden. Du musst Deppy sein. Gut, such nach deinem Hörchen. Ah, sowas. Der Kläffer hört nicht. Oh. Okay, vielleicht müssen wir den Schal ja ausrüsten. Möchtest du das anwählen? Ja. Nein. So. Und jetzt? Ah, du weißt, Melins Teppich befeuchtet. Du musst Melins Teppich befeuchtet sein. Böser Hund, ihn seinem Härchen einfach wegzulaufen. Gut, du Zeckenmal, der versucht nun Melin zu finden. Ark lässt Teppich in dem Karmesinschalen schnüffeln. Ja. Ach, und ich muss jetzt den Schal tragen. Oder wie? Die ganze Zeit? Was denn, du kleiner Köter? Ah, ah! Verstehe, ich soll dir folgen. Vermaledeit, er ist so lahm wie meine Oma. Oh, toll. Beschwer dich nicht, dass es so lahm wie deine Oma ist. Deine Oma ist halt auch nicht gerade die Jüngste. So der Hund vielleicht auch. So, machen wir mal die Monster hier ein bisschen platt. Ja, geh halt weg. So, damit ich die Dinger hier besiegen kann. So, kaputt machen. Ja, gehen wir da hoch. Okay. Gut, ich habe mich zwar noch nicht überall umgesehen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ah. Ah doch, da habe ich mich, glaube ich, doch überall umgesehen. Hier hoch, oder? Ich wüsste sonst nicht, wo wir sonst hin sollen. Ah. Geht kaputt. Nichts, dass ihr den Hundi noch aufesst. Ja, Hundilein, wo läufst du hin? Ah, ah! Hier rein? Okay. Ah, vielleicht sollte ich das, das Siegel wieder ausrüsten, sicherheitshalber. Einfach nur, falls Geister irgendwo sind. Ich hab da halt. Und wir könnten das Kraftelixier mal benutzen. Ja. Kraftelixier getrunken. Stärke steigt um 1. Ach, der Schal ist sowieso nicht mehr da, oder wie? Komisch. Wo ist er denn? Und bevor ich das hoch, runtergehe, gehe ich hoch. Und mach mal da die Zombies platt. So. Warum laufe ich nach unten, wenn ich nach links drücke? Keine Ahnung. Ah! So. Ach, das sind die Zombies schon wieder. Gut, da nach oben geht's ja sowieso nicht. Der ist platt. Da dürfte eigentlich nichts sein, oder? Nö, okay. Und Versuch war es ja wert. Manchmal sind ja die Kamine hier so ein bisschen komisch. Da ist ja das Hundchen. Wo ist es jetzt hin? Das ist auf jeden Fall ein Kristall.
und Bücher, die ich nicht lesen kann. Set Deppi hier hin. Oh, ich wusste doch, dass da Geister kommen. Oh. Deppi! Oh, ich hab dich wieder. Seit meine Eltern fort sind, bin ich ganz allein. Hey, du! Hey, nicht weinen, Kleine. Du mieser Typ, ich hasse dich. Du allein bist an allem Elend schuld. Wäre alles noch beim Alten, würde ich noch mit meinen Eltern leben. Meilin, mach nicht andere für dein Schicksal verantwortlich. Mutter? Mutter! Erinnere dich an meine Worte. Wenn Menschen sterben, werden sie wiedergeboren. Auch unsere Wiedergeburt steht kurz bevor. Doch noch wissen wir nicht, in welchem Körper wir erwachen werden. Es könnte eine bezaubernde Blume oder ein wildes Tier sein. Doch eines Tages, Meilin, sehen wir uns wieder. Leg deinen Hass ab und lächle wieder. Das Leben wird weitergehen. Oh ja, wie recht die haben. Auch wenn, ja, Wiedergeburt ist so ein Ding, ne? Was denn? Hab Dank. Sind jetzt die Zombies weg? Ich kann mich noch nicht bewegen. Ah, jetzt. Ja, und jetzt? Eigentlich traurig. Die kann einfach nicht akzeptieren, dass ihre Eltern tot sind und hat deswegen die ganzen Illusionen erschaffen, um halt wieder mit ihren Eltern zusammen zu sein. Aber ja, im Grunde war es eigentlich die ganze Zeit alleine, ne? Also Tische gehen schon mal nicht auf uns nieder. Das ist schon mal gut. Das kann aber auch nichts bedeuten. Hier ist aber zumindest auch nichts. Da geht's aber raus. Der Tisch geht auch nicht auf uns nieder und irgendwie sind hier auch keine Zombies. Was natürlich auch nichts zu bedeuten hat. Oh, woher wusste ich das? Ach, hält ein Kristall. Ich habe einfach ausprobiert. Also, weil der Tisch so komisch da stand, da dachte ich mir so, das ist gruselig. Aber gut. So. Dann folgt man mal der Meilin nach draußen, würde ich sagen. Da können wir aber nicht runter, oder? Nee. Gut. Da können wir auch nichts verschieben. Da müssen wir wieder den weiten Umweg da laufen. Ach ja, irgendwie tut mir die Meilin auch leid. Ich meine, ihre Eltern zu verlieren und alles und ja. Aber warum sollten wir schuld dran sein? Ich meine, wir kamen ja erst nach der Tragödie. Von daher... Oh Gott, ich bin gerade erschrocken. Ich muss mich für Meilin entschuldigen. Vergib ihr, eines Tages wird sie es verstehen. Als Entschädigung werde ich dir helfen, jünger Reisender. Der Weg in den Westen des Landes führt durch die Todeswüste. Wenn du den Weg nicht kennst, wird die Wüste dein Leben fordern. Die Nomaden, die am Rande der Wüste kämpfen, werden dir helfen. Okay, danke. Platz. Hui, da müssen wir nicht ganz zurücklaufen. Dann... Oh, Hedi, hallo. Wie gut du bist am Leben. Ich werde nach Europa zurückkehren und dort berichten. Während meiner Reise verbrachte ich einige Zeit in Taklama. Von den Nomaden dort konnte ich viel lernen. Man sollte nie zu lange an einem Ort verweilen. Der Austausch mit anderen Ländern ist wichtig für die gesamte Welt. Ich hoffe auch, ich kann zur Blüte Europas beitragen. Ja, viel Erfolg, ne? Ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, tschüss!